Wegen Situationen und Gegebenheiten wie diese gehe ich auf die Straße, weil es kann so einfach nicht mehr weitergehen. Ich komme gerade aus dem Lidl, war beim Einkaufen, bin reingegangen mit meiner Flasche mit Pfanddosen und in dem Areal, wo die Pfandautomaten stehen, war ein alter Mann, war vielleicht so 80, 85 und der ist wirklich bis zur Schulter im Mülleimer drin gesteckt, weil er versucht hat, irgendwelche Flaschen rauszuziehen, die der Automat da nicht anerkannt hat und wo er vielleicht woanders Pfand dafür bekommen würde. Und ich habe diesen Mann schon öfters gesehen, habe ihn aber ehrlich gesagt noch nie angesprochen, weil ich ihn nicht in Verlegenheit bringen möchte. Ich weiß, wie es ist, ganz, ganz wenig Geld zu haben und an der Kasse dazustehen mit 3 Euro, dann 2 Artikel zu kaufen und hoffen, dass das Geld reicht, dass man sich nicht verrechnet hat. Und ich wollte ihn einfach nicht in so eine Situation bringen, dass er sich unwohl fühlt. Aber heute habe ich ihn angesprochen und ich habe ihn gefragt, ob er meine Pfanddosen haben möchte. Für die hat er sich überschwänglich bedankt. Ich meine, was wird das gewesen sein für einen Wert? 1,50 € oder so? Der war so dankbar dafür. Er hat, was man in Bayern immer sagt, vergelt's Gott, die ganze Zeit gesagt. Und ich habe wirklich aus dem Herzen gesprochen. Ich habe gesagt, es tut mir wirklich so unglaublich leid, dass er in dieser Situation ist, als alter Mensch in Mülleimern wühlen zu müssen, weil seine Rente nicht ausreicht. Wirklich, mir kommen da echt die Tränen, weil es so ungerecht ist. Es ist so unfassbar ungerecht. Wir schicken Millionen in die ganze Welt für Hilfsprojekte, aber für unsere Alten in unserem Land, die mit ihren Steuergeldern und mit ihren Kindern all das hier großgezogen haben und das hier Wirtschaft haben, für die reicht es hin und vor nicht, sodass sie in Mülleimern wühlen müssen. Wirklich, das kann doch nicht sein. Ich bin dann reingegangen zum Einkaufen und mir hat das Ganze aber keine Ruhe gelassen. Ich bin dann nochmal raus und er war noch in dem Bereich und ich habe ihn gefragt, ob ich ihm nicht irgendwas kaufen kann, irgendwie eine Freude machen kann. Ich kaufe ihm einen Einkaufswagen voll mit Sachen, ob er Brotzeit möchte oder Obst oder Fleisch, ob es irgendwas gibt, wo ich ihm eine Freude machen kann. Und das hat er aber abgelehnt. Also das wollte er überhaupt nicht. Aber du hast es in seinen Augen gesehen, wie dankbar dieser Mensch ist, dass ihn jemand sieht. Jeder geht immer nur stur vorbei, will das Leid der anderen nicht wahrnehmen, oder belächelt sogar noch von oben herab, was das für ein Penner ist, der da im Müll rumwühlt. Und du hast es ihm wirklich angesehen, wie gut es tut, dass er gesehen wird und angesprochen wird und dass ihm wirklich jemand auch mal versucht zu helfen. Ich blende euch hier nochmal an dieser Stelle das Papier des Bundestags ein, wohin welche Summen aus deutschen Steuergeldern wandern. Und ich wiederhole mich, das kann so nicht weitergehen. Wirklich, das geht mir so nah emotional. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal anmerken, dass mir natürlich bewusst ist, dass wir ein reiches Land sind, dass wir hohe Standards haben. Und mir ist auch bewusst, dass wir als Wirtschaftsland die Verpflichtung haben, humanitäre Hilfsprojekte zu unterstützen, genauso wie auch Naturschutzprojekte. Die große Frage ist nur, in welchem Umfang können wir uns das leisten, ohne dass die eigene Bevölkerung, die das finanziert, komplett auf der Strecke bleibt? Das ist die große Frage, die ich mir stelle. Ich will für meine Kinder eine Zukunft, in der es sich lohnt zu arbeiten. Es geht so nicht, es funktioniert so nicht weiter. Und wir Deutschen müssen aufhören, die ganze Welt retten zu wollen. Es geht einfach nicht. Wir müssen erst mal bei uns hier anfangen. Aber wisst ihr, was mich demütig macht und was ich aus diesem Tag oder diesem Erlebnis mitnehme? Als ich zu ihm sagte, dass es eine Schande für Deutschland ist, dass Rentner im Müll nach Pfandflaschen suchen müssen, sagte er zu mir: Ja, aber wenn ich mich jetzt da reinsteige und wenn ich zu viel drüber nachdenke, dann wird es nur noch schlimmer für mich. Also mache ich das Beste draus, aus dem Wenigen, das ich habe, und versuche, dass ich einigermaßen gut über die Runden komme und mich nicht in negativen Gedanken verirre.